Ja, eine Forderung, die der Arbeitnehmer aus meiner Sicht ganz klar dem Arbeitgeber gegenüber stellen sollte, ist die Forderung nach einer wirklich werthaltigen, nach einem wirklich effizienten betrieblichen Altersversorgung. Eine Altersversorgung, bei der es 14,5 bis 20 Jahre dauert, wie es im März in einem FAZ-Artikel aufgrund einer Studie gestanden hat, bei der es 14,5 bis 20 Jahre dauert, bis die eingezahlten Beiträge wieder vorhanden sind, sind für einen Arbeitnehmer alles andere als lukrativ, alles andere als attraktiv. Aus meiner Sicht sollten die Arbeitnehmer hergehen, verstärkt bei ihren Arbeitgeber fordern, eine betriebliche Alterssorgung mit Verzinsung vom ersten Euro an, eine betriebliche Alterssorgung, die auch dem Betrieb dient, bei der auch der Arbeitgeber was davon hat, wo auf der anderen Seite wieder die Arbeitsplätze gestärkt werden und wo auch die Krisenfestigkeit und Wettbewerbsfähigkeit erhöht wird und die im Prinzip unabhängig von Versicherungssystemen funktioniert, wie es die pauschaldotierte Unterstützungskasse ist oder wie es auch die beitragsorientierte Direktzusage ist. Darauf hat aus meiner Sicht der Mitarbeiter einen Anspruch, keinen rechtlichen Anspruch. Rechtlich hat er einen Anspruch auf Altersversorge, dass ihm irgendein Versicherungsprodukt angeboten wird. Aber viele Unternehmer gehen dazu über, gerade was Besseres zu machen, auch vor dem Hintergrund Mitarbeiterbindung und Fachkräftegewinnung.